Geld. Was wir haben nochmal unsere Entschlossenheit deutlich gemacht und auch mit einer Reihe Details untermauert, wo wir die Schwerpunkte der nächsten 4 Jahre in der Verkehrsinfrastrukturpolitik sehen. Ein klares Ja zu besserer Instandhaltung, zu dringend erforderlichem Aus- und Neubau bei Straße, bei Schiene und auch bei der Wasserstraße. Und analog dazu unsere Vorschläge vorgelegt für eine strukturelle, erhebliche, bessere Finanzierung für die Straße, heißt das ganze PKW-Maut für ausländische Autofahrer. Ich glaube, es war eine sehr gute Diskussion heute. Klare Positionen seitens der Christlich-Sozialen Union. Wir brauchen den Ausbau der Verkehrswege in der ganzen Breite, wenn wir weiter wirtschaftlich stark bleiben wollen, wenn wir attraktive Arbeitsplätze in Bayern haben wollen. Ja, ich finde, war wirklich sehr, sehr gut besetzt, auch von fachlicher Seite. Alle Verbände da, alle, die mitzureden haben beim Thema Straßenbau, Schiene, Wasser, Luft. Und ich glaube, es steht der CSU als Infrastrukturpartei gut an, sowas zu machen. Wer draußen unterwegs ist, auf zahlreichen Versammlungen merkt, das Thema Verkehr drückt die Menschen wirklich. Da können sie auch mitreden, da erleben sie die Straße vor ihrer Haustür. Klappt es oder klappt es nicht? Und ich glaube, wir haben gute Antworten, wir haben das richtige Personal für diesen Bereich. Also mir ist nicht bang, auch für die Zeit nach dem 15. und dem 22. September. Also Verkehrskongress der CSU, natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade als Fachpolitiker, aber ich bin sehr froh, dass gerade im Wahlprogramm sehr prominent positioniert ist, dass Infrastrukturpolitik praktizierte Wirtschaftspolitik ist, dass wir die Zukunftsthemen unserer Region in Bayern, aber in Deutschland nur beherrschbar machen und positiv gestalten, wenn wir eine gute Infrastruktur haben. Die ist Voraussetzung für uns alle, nicht nur für viele Pendlerinnen und Pendler, sondern auch für die vielen Unternehmen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass meine Partei sich dem Thema Infrastruktur so intensiv annimmt und so prominent positioniert in einem Verkehrskongress.